Hallo meine Lieben, hier spricht eure Claudi. Wie versprochen habe ich euch gesagt, dass ich ein dezentes Make-up heute mache, weil das letzte Make-up war halt doll. Wird halt mehrere Make-ups sehen von mir, die doll sind, weil, wie gesagt, ich benutze welche doll Make-up, was manche vielleicht nur zum Ausgehen benutzen, benutze ich wirklich zum Alltag. Aber für euch versprochen, mache ich ein dezentes Make-up, was die meisten Mädels so rausgehen. Und ja, es heißt aber nicht, dass ich halt nie so geschminkt bin und nie so rausgehe. Auch, aber seltener. Aber extra für euch mache ich ein Video, was etwa dezent ist und vielleicht mehreren Mädels gefällt. Obwohl viele stehen auch auf das Dollere, für jeden was dabei. Also, ich rede nicht viel, ich werde wieso auf dem Video erklären. Dann wünsche ich euch, meine Lieben, viel Spaß und toi, 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 auf geht's. So, als erstes benutze ich wie immer ein Primer. Und auf mein ganzes Gesicht. Das pflegt nochmal das Gesicht, auch wenn wir noch unsere alltägliche Creme, aber das pflegt dann noch mehr, weil durch das Make-up, dass unser Gesicht halt gepflegt ist und dass das Make-up auch lange hält. Deswegen machen wir es mit dem Primer. So. Jetzt benutze ich eine Foundation auf meinem Pinsel. Und also mein Schwamm, und jetzt verwische ich das mit dem Pinsel. Ich habe ein bisschen zu wenig drauf gemacht. Mache ich nochmal. Okay. So. Wie gesagt, wenn man ein Gesicht hat, was wirklich ein bisschen allgemein, soll man nicht zu wenig Make-up auftragen, schon richtig. Bisschen mehr, aber man sollte auf jeden Fall, wenn man so ein Gesicht hat, wo man schnell wirklich Pickel bekommt und wenn man die wirklich verdecken möchte, dass das nicht so komisch aussieht, sollte man noch mehr benutzen, dass das richtig deckend ist. Und jetzt verblende ich das mit meinem Pinsel. Man kann das auch mit den Händen machen. Das mache ich ja als letztes wieso noch, weil die Hände machen wirklich die Genauigkeit. Das ist wirklich so. Man kann das auch genau mit Pinseln so machen, aber für mich ist das so genauer. Bei mir halt. Ja, dann wollen wir halt mit den Augen heute anfangen. Dann nehme ich halt eine Palette, die halt nicht so doll ist. Also doll. Die nicht so doll ist. Lidschatten benutze ich heute. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, ich glaube, dass ich heute dieses hier, helle, ja, ist so, vielleicht braun ist das nicht so, ganz, ganz hellbraun. Und ja, was mache ich über meine auf meine Lidfalten. Das ist nur ganz dezentes Lidschatten. Und weil wir es dezent haben möchten, reicht es auch wirklich. Ihr glaubt nicht, aber es reicht. Sogar für mich. Naja, ich habe ja gesagt, ich stehe nicht so auf hell, aber ich mache es ja für euch. Und das heißt ja auch nicht, dass ich so nie rausgehe. Es gibt auch Tage, wo ich dann weniger drauf mache. Damit das halt nicht so blass aussieht, mache ich einen Lidstrich, Kajalstrich, aber nur oben. Und ja, dann benutzen wir noch einmal Wimperntusche. Ich habe ja damals gesagt, zwei Wimperntuschen, damit das ein bisschen voluminöser aussieht und wie geklebte. Den gleichen Effekt erzielen wir natürlich nicht. Aber
Dadurch wird das bisschen mehr tuschen und dann zwei Wimpern tuschen, das gibt es immer mehr Volumeneffekt. Und ja, ich finde, das sieht auch gut aus, ohne zu kleben. Und ja, natürlich auch unten Wimpern tuschen. Und ja, dann machen wir noch ganz, 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 ganz bisschen die Augenbrauen. Man kann ihn natürlich auch so lassen. Kämmen ein bisschen. Ganz, ganz bisschen mit so einem Augenbrauenstift in dunkelbraun. So. Augenbrauen sind auch fertig. Das Gesicht haben wir noch nicht zu Ende gemacht, dann nehme ich wirklich nur noch Blush. Dann nehme ich wirklich nur Blush zu einer goldenen Farbe. Bisschen die Nase und die Wangen können schon ein bisschen mehr. Die Wangen, weil ich nehme ja auch kein Rouge, kein Bronzer, alles dezent. Zu guter Letzt, okay. Dann nehme ich halt so ein rosa Lipgloss. Und macht die Lippen wirklich auch dezent, was man wirklich sehr selten von mir kennt. Sogar bei den dezenten Augen mache ich die Lippen immer doll pink, doll rot, aber am meisten doll pink. Ich liebe einfach, wenn die Lippen extrem dolle, knallige Farben haben. Aber so ist es ja auch perfekt, gerade so für seinen dezenten Make-up. Dezente Lippen. Und so rosa, hellrosa Lipgloss. So, meine Lieben, dann machen wir natürlich auch noch Fixing Spray, dass das auch gerade bei so dezenten Make-up geht das dann schnell ab. Muss er ja halten. So, ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin fertig. Halt ganz dezent die Augenbrauen, ganz dezent die Lippen. Und ja. Natürlich, hallo, auch nicht schlecht aus. Also ich könnte mich dran gewöhnen. Vielleicht kommt die Zeit, wo ich dann nur so geschminkt bin, wer weiß. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So sieht mein fertiges, dezentes Make-up aus. Es gefällt bestimmt vielen Mädels. So schminken sie sich bestimmt auch. So fühlen sie sich wohl. Und das ist voll ein schönes, gelungenes Make-up. Ist halt nicht viel, aber macht auf jeden Fall schön tint und sieht so frisch aus und ja, das gefällt mir auch. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann bleibt bei mir dran und es gibt dann neue Videos, wenn ihr mich dann liked, wenn ihr mich mögt und immer kommentieren, gute Likes und vielleicht auch ein paar Ideen, was für Videos ich für euch demnächst drehen soll. Es werden natürlich auch viele Schminkvideos dabei sein, aber auch Kochvideos. Ich habe gerade eins gemacht. Das stelle ich auch demnächst runter. Und bitte like. Ja, und ich würde mich wirklich über viele Likes freuen. So, meine Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Und ich hab euch lieb. Macht's gut, bis demnächst. Eure Claudi. Ciao.